Deswegen hatten die ihn die auch meisten vor Kakariko, ja? Ah ne, ich bin außen rumgelaufen, weil ich auf dem Berg oben drauf bin und dann bin ich außen rumgelaufen. Ich bin nie durch die Schlucht wirklich durchgegangen. So war das, genau. Meine Mutter hatte mich, während ich in der Schlucht stand, hat sie mich angerufen. Dadurch habe ich dann die Aufnahme unterbrochen, weil es ein sehr langes Telefongespräch war mit meiner Mutter. Das hat mich jetzt komplett überfordert. Alter, das Rätsel hat mich jetzt gerade überfordert. Ich bin direkt um 30 IQ-Punkte hochgestiegen, weil ich so stark überlegen musste. Wahnsinn. Ich bin jetzt schlauer als Albert Einstein. Macht der Schalter, ja. Alles klar, Timing. Okay. Ich hätte mich draufstellen sollen. Alter, was sind das hier gerade auf Billigrätsel? Okay, das ist wahrscheinlich einer der Anfangsschreine, deswegen wahrscheinlich so easy gemacht. So. Nein, nein. Fick dich. Nein. Ja, das war wieder so ein Ding. Oh nein. Und Aliappa! Das habe ich damals schon beim dem Labyrinth-Rätsel gehabt, ey, wo ich die Kugel ja durchleiten musste. Oh. Eieiei. Gott sei Dank war das jetzt aber einfacher. Ah ne, jetzt gerade nichts trinken, weil das ist glaube ich dumm, sonst. Aber ich frage mich gerade. Komme ich da von da gleich irgendwie wieder hoch? Nee. Aber warte mal, die sind doch bestimmt magnetisch, ne? Ja, sind sie. Komm mal her. Ja, ja, die Truhe hole ich mir jetzt, keine Angst. Die Truhe hole ich mir jetzt. Keine Angst. Ach scheiße, anziehen. Schnell ran. Wie sie direkt im Chat schreien. Truhe! Finde ich gut. Jetzt auch nicht Truhe. Truhe! Finde ich gut. Alle Dinge so aus. Habe ich von hier aus so rüber geflogen. Reicht das? Ja, reicht. Oh, finde ich gut. Truhe! Vergiss die Truhe! Nicht! Solche Momente sind einfach episch. Die kann man irgendwie nicht nachstellen, sondern die kommen einfach plötzlich und dann, ah, herrlich. Ja, naja, die Truhe war ja hierbei auch der Hauptgrund, herzukommen. Jupp, das stimmt. Ja. So. Können wir mal nebenbei anziehen. Gehe ich dann auch jetzt irgendwann die Zeit jetzt bald verstärken. Oder zumindest. Genau, ich bin jetzt gleich eh in Kakariko. Dann kann ich eben einen Abstecher mal kurz zur Fee machen.
gucken, vielleicht kann ich ja verstärken. Vielleicht habe ich ja genug Materialien gerade, weiß ich gerade gar nicht. Sobald du alle drei hast und die zweite Fee, ist das Klettergewand so gut. Ist das echt so gut oder ist das ironisch gemeint? Fangi. Ach echt, das ist wirklich ein gutes Klettergewand? Okay. So, gehen wir mal eben schnell zur Fee. Die ist ja hier vorne direkt. Weil mich erinnert die Mütze so ein bisschen so eher so piratenmäßig. Ach, guck mal. Hätte ich eigentlich Rubine abstauben können, aber egal. Mal gucken, ob die was für mich hat. Auf jeden Fall jede Menge Blumen wieder außen rum. Jede Menge Blumen, die ich alle mitnehme. Ach ne, jetzt kommt wieder der hässliche Vieh, ne? Nein. Die ist ja so hässlich. Nein. Ich habe Angst, dass mein Monitor kaputt geht wieder. Mein Monitor braucht letztens deswegen 3 Tage Ruhe. Ich wollte nichts sehen. War alles kaputt gewesen. Ich guck nicht hin. Ich muss ja. Ich kann nichts gerade verstärken. Nicht verstärkbar. Ein Spurtling brauche ich. Ich brauche Spurtlinge. Okay. Also klettern, damit ich Spurtlinge kriege. Okay. Also ich finde den Unterschied zwischen nur einem Teil und allen dreien nicht so stark wie zwischen nur nicht und nur einem Teil vom Gewand. Ja, aber alle auf Stufe 2. Dann brauche ich Spurtlinge. Gut, die werden wir jetzt irgendwann nebenbei farmen. Wenn wir klettern gehen. Dann ist okay. Komm her, komm her, komm her. Ich hab dich. Dich nehme ich auch noch mit. So. Kakariko ist hier unten gewesen, ne? Genau, da unten ist ja auch die Fee. Wo warst du? Da bist du. Aber was willst du denn jetzt nochmal? Du kommst genau, ich habe ein paar Arsch, wo die Quelle der großen Fee ist. Leider ist, ja, habe ich ja schon. Ein Bild wäre schon reichen, verstanden. Ach ja. Ich gehe erstmal hoch zu der Fee nochmal. Damit er sein Foto kriegt. Ich habe durchgehend das Ninja-Gewand an den. Dann kann man sich von hinten leichter anschleichen und man macht mehr Schaden beim Überfallen. Ja, das Ninja-Gewand kriege ich ja auch hier, das weiß ich. Das weiß ich, da kriege ich ein Kakariko. Das sieht sogar geil aus. Das finde ich vom Design her echt geil. Aber das ist so teuer gewesen, glaube ich, ne? Das war nicht gerade von der Stange. Wie die Sachen von Kick. Überfallen ist ja schon so 8-facher, aber wie viel denn dann? 30-facher. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. War jetzt einfach nur so dahergesagt. Fotomodul. Zack. Speichern. Kann ich gerade irgendwas. Ich könnte gerade hier irgendwas machen. Nee. Na, wie kommt zu mir? Geil, ich habe eine Fee gefangen. Wenn du all deine Energie verlierst, heilen Feen von selbst all deine Wunden. Anders als Glühwürmchen leuchten Feen auch am Tag. Ich habe eine Fee, ich habe eine Fee. Ich habe eine Fee. Man macht nicht mehr Schaden, aber es ist leichter zu überfallen, meine ich. Ach so.
Noch eine Fee. Geil, ich hab Feen. Ich hab Feen. Komm her. Ich krieg auch noch. So. Feen OP. Ja, die Feen waren schon immer OP. Ich glaube, wir werden sie auch immer bleiben. Komm her, komm her, komm her. Komm her! Komm her! Fuck. So. Zum Opa runter. So. Bla 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 bla. Nein! Scheiße! Komm, ich hab dein Ding. Hier kann man sie halt einfach so mitnehmen, ohne Begrenzung. Was? Sogar? Ohne Begrenzung? Hast du auch ein Bild von diesem Ort? Wenn ja, dann zeig es mir. Happy Birthday to you. Da ist ein Bild der Fee. Das ist jetzt die Quelle der großen Fee. Sie ist wirklich schön. Aber ich hatte sie mir irgendwie mystischer und eleganter vorgestellt. Du willst die Tussi auch da drin nicht sehen. Glaub's mir mal. Da fällt mir jetzt gerade auf, er hat so einen Pinselzopf. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du für mich danach gesucht hast. Ich würde mich ja gerne revanchieren, aber ich habe nichts Passendes bei mir. Ich hab's. Du suchst doch sicherlich auch ab und zu bestimmte Orte. Ja. Ich habe auf meinen Reisen ganz Hyrule gesehen. Da kann ich dir sicher auch einmal weiterhelfen. Da weiß ich was. Was denn? Ah, eine Erinnerung. Ein großes Tor und dahinter verschneite Berge. Ah, das kenne ich. Wenn du von diesem Dorf aus eine Weile nach Osten gehst, findest du einen solchen Berg. Er heißt Ranellspitze. Da war ich doch schon. An seinem Fuße liegt das Neidra-Schneefeld. Westlich davon müsste das Tor stehen. Ich glaube, wir gehen erst zu der Erinnerung. Bevor wir weiter Schreine abklappern. Weil sonst vergesse ich das. Wo kriege ich das jetzt gleich an? Was für ein Glück, dass ich den Ort erkannt habe, was? Ich hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte. Ah, komm. Oh. Also jetzt gleich zur Ranellspitze. Ist, glaube ich, die vorletzte Erinnerung. Okay. Ich erbitte Herzen. Jawohl. Ich werde mir dann aber irgendwann, wenn ich alle Änderungen habe, werde ich mir das alles nochmal schön in Reihen und Glied angucken. Damit das ein bisschen schöner auch im Let's Play ist. Dann mache ich eine ganze Folge daraus und dann ist gut. So, die Ranellspitze. Das war... Er hat östlich gesagt, ne? Östlich war er doch, oder? Westlich? Weil westlich? Ach da, Neidra-Schneefeld, da ist es doch. Hier soll er gewesen sein. Ja, die 15. von 18. Das soll sogar eine der geilsten sein, okay. So. Scheiße, was hat der Opa nochmal gesagt? Verdammt. Der Opa ist weg. Der Opa ist weg. Fuck. Westen hat er gesagt, aber schau einfach auf die Karte nach dem Tor. Ich sehe ja hier dummerweise auf der Karte kein Tor. Wo ist er? Ach, westlich hat er gesagt. Von den... Nairo-Schlachtfeld. Ja, das kann halt nicht sein. Was ist eben schon gesehen auf der Karte, glaube ich. Wenn das westlich ist, dann... Ach, westlich. Ja, ja, ich bin auch so ein Idiot. Da muss das ja eventuell... Hier sein wahrscheinlich. Da, ne? Könnte das hier sein? Könnte das hier sein? Ach, da ist das Tor! Da! Da ist es!
Markiere ich mir mal kurz mit dem roten. Da ist das Tor. So, gucken wir mal kurz. Komme ich denn da gerade am schnellsten hin? Von hier aus, glaube ich, ne? Von hier aus da runterlaufen, fertig. Ist für mich, sieht zumindest auf der Karte kürzester Weg aus. Gehen wir einfach mal so runter. Ich hoffe zumindest, dass es das Tor ist. Ich habe keine Ahnung. Danach weiter schreien, abklappern. Mir fehlen noch ein paar. Ich brauche mehr. Mehr Herzen. Mehr. Mehr. Meine Frau guckt schon so komisch. Meine Frau war wahrscheinlich sogar am Denken. Alter, jetzt zickt er schon wieder aus, Alter. Hilfe, ich hau ab. Ah, scheiße, das ist diese Ecke. Fuck. Das ist diese Assi-Ecke. Aha. Jetzt wurdest du gerade von meinem Bot angepumpt, kurz. Ja, ich habe Caps Lock hier aktiv, damit ich nicht hier wild rumschreit. Weil ich mag sowas nicht, wenn man hier im Chat rumschreit wie so ein halbe Wahnsinniger. Okay, dafür... Okay, da wäre jetzt gut gekommen, aber... Was heißt abge... Du kannst, ich hab, das ist auch eine Sekunde gestellt, du kannst dann für so und so viele Sekunden nicht im Chat schreiben. Du wirst dann für diese Zeit vom Chat ausgeschlossen. Feuert dich dann, ja, die feuert dich dann, glaube ich, den knöpfe ich mal als nächstes vor. Ich glaube, das war ja der am Todesberg, glaube ich, der Feuertitan. Zumindest klingt logisch. Todesberg, Feuertitan. Wäre zumindest logisch. Fuck. Weil es regnet, komme ich jetzt nicht hoch. Ich glaube, ich muss den Timeout mal höher setzen. Kann ich jetzt gleich mal kurz gucken. Während ich streame, stelle ich den Bot ein. Eigentlich sollte man eigentlich nicht machen, aber ich bin ganz ehrlich, mir ist so halt eher scheißegal. Live Action. Ich kann auch nicht immer alles an. Ein blauer Hinox. Fick dich. Nein, den mache ich jetzt nicht. Den markiere ich mir aber mal. Den markiere ich mir mal. Das ist ungefähr hier. Den markiere ich mir mal. So. Ja, ich habe ein paar Commands, aber die sind noch nicht so richtig eingestellt. Deswegen, dass die jetzt noch nicht so wirklich optimal funktionieren. Ich habe zum Beispiel ein Command, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, muss ich mal kurz gucken. Command, nee. Wo war das? Wo war das? Dashboard, nein. Wo war das denn? Currency, genau. Wenn du das Ausrufezeichen Coins eingibst, also das englische Wort für Münzen, Coins, siehst du, wie lange du schon bei mir zugeschaut hast. Das wird alles bei mir abgespeichert, solange der Bot immer läuft. Schwarze Hinox am einfachsten, ist klar. Gehe ich hin und dann sterbe ich direkt. Oh, da kommt ein Insekt runtergeflogen.
Scheiße, ich habe nicht rechtzeitig gedrückt. Verdammt. Da ist ein Fuchs. Den brauche ich aber nicht. Also im Breath of the Wild, als ich angefangen habe, habe ich ständig einen Speedrun auf Twitch geschaut, der erst nur 2 Commands hat und nach 3 Wochen oder so ein paar hundert. Also, das mit den Commands ist immer so eine Sache. Es sollte dezent bleiben, wirklich dezent. Also zu viele Commands ist auch scheiße. Wenn es irgendwann zu viel wird, dann weißt du gar nicht mal, was du als Commands alles eingeben sollst. Ist da unten das Tor gemeint? Nee. Ist in die Richtung. Ach, da vorne ist das Tor. Da vorne ist es doch. Muss ja dieses Tor sein, ne? Ich guck aber, ob ich hier irgendwie einen Schrein sehe, der hier ist. Genau. Oh, so viele Chilis. Hier soll die Erinnerung doch sein. Wo ist sie denn? Da wurde von... Ach, doch. Hier ist das Album doch. Warte mal. Ach, da ist noch weiter hinten. Das ist hier weiter hinten. Ach, da ist er. 10. Stunde hast du schon zugeschaut? Mein Gott, such dir mal ein Hobby, Kollege. Ausblenden. Schwupp.